Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Shoki Banoki New Television. Mein Name ist Sunny vom Kanal Einfach Sunny und ich erzähle euch heute, welche meine 5 Lieblings-Apps auf dem Handy sind bzw. für den Alltag. Los geht es nach dem Intro. Wie ich schon vor dem Intro gesagt habe, habe ich so ein paar Apps, die mir besonders gut gefallen bzw. die ich wirklich regelmäßig nutze, um meinen Alltag zu strukturieren. Denn jeder weiß, dass man sich irgendwo ein bisschen planen muss, denn der Tag ist so dynamisch, dass wenn man das nicht macht, man sehr schnell den Überblick verliert, man sehr schnell das Gefühl bekommt, man hätte irgendwie nichts geschafft, obwohl der ganze Tag irgendwie vollgepackt war. Deswegen habe ich meine Lieblings-Apps heute mal für euch zusammengestellt. Fangen wir an mit der ersten App. Sie ist ganz simpel und wird eigentlich schon mit dem Smartphone mitgeliefert. Egal, ob du ein Samsung hast oder ein iPhone, diese App findest du auf jedem Smartphone. Das ist die Notizen-App. Die Notizen-App ist für mich quasi mein zweites Gehirn. Mag etwas lustig klingen, ist aber so. Denn wir haben unser Smartphone immer dabei. Und wenn ich etwas sehe, wie ein Rezept in einer Zeitschrift beim Arzt oder ich habe einen spannenden Blogartikel gelesen und möchte diesen für später speichern, kann ich mir den Link oder ein Foto oder einen Text oder was auch immer schnell in die Notizen speichern. Wie gehe ich quasi vor? Ich habe zum Anfang mir erstmal Listen erstellt in dieser Notizen-App und habe quasi geschrieben Social Media, Privat, Selbstständigkeit, Rezepte. Also je nachdem, was ihr da gerade wollt, erstellt euch einfach eine Liste. Und wenn ihr jetzt nun zum Beispiel im Internet surft und ihr seht einen spannenden Artikel, der euch beruflich vielleicht weiterbringt, dann speichert ihr eben halt diesen in die besagte Liste. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, auf diese Daten zurückzugreifen. Denn ich habe festgestellt, dass zu viele Möglichkeiten einfach auch unübersichtlich sind. Das heißt, wir speichern irgendwelche Links in Facebook, wir speichern Links im Browser, wir legen sie uns als Favoriten an, wir machen vielleicht einen Screenshot von irgendetwas, was letztendlich in den Fotos landet. Und es ist alles an verschiedenen Orten auf dem Smartphone gespeichert, aber nicht da, wo es letztendlich übersichtlich ist. Deswegen ist die Notizen-App für mich wirklich ein super starkes Medium. Natürlich gibt es dort auch Evernote, GoodNotes, OneNote und wie sie nicht alle heißen. Aber für mich war es ganz einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe eine Zeit lang Evernote getestet und festgestellt, ich habe einfach zu viele Klicks hin und her und muss zu viele Fenster letztendlich öffnen, um meine Notiz abzulegen. Also habe ich für mich beschlossen, mach es doch einfach. Einfach machen, mach es einfach. Und was haben wir jeder auf unserem Handy mitgeliefert? Richtig, die Notizen-App. Und dort kann ich genauso wie in Evernote meine ganzen Sachen speichern. Einzige Sache, die ich nicht speichern kann, die in Evernote möglich ist, sind zum Beispiel Sprachnotizen. Aber da stelle ich mir die Frage, muss ich das wirklich haben? Wenn ja, suche ich mir vielleicht eine andere Möglichkeit. Ja, meine Lieblings-App Nummer 2 ist leider nicht der iOS-Kalender geworden, sondern die Google-Kalender-App. Ich habe für mich in meinem Business festgestellt, dass ich meine Projekte gerne mit Farben markiere. Das heißt, meine Kunden, meine Projekte haben einen bestimmten Farbcode. Wenn ich mir dann meinen Tagesplan mache, was ich für welchen Kunden letztendlich abarbeiten muss, sehe ich es einfach übersichtlicher im Google-Kalender. Denn der iOS-Kalender ist leider so gestrickt, dass ich zwar dem Kalender eine Farbe zuordnen kann, ich kann aber nicht dem einzelnen Termin oder der einzelnen Aufgabe eine Farbe zuweisen. Das wiederum würde bedeuten, ich müsste in dem iOS-Kalender mehrere Kalender anlegen für meine einzelnen Kunden. Was das zur Folge hat, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, es wäre ziemlich unübersichtlich und wenn ich einen neuen Termin eintrage, müsste ich immer gucken, dass das Ganze im richtigen Kalender passiert. Also habe ich mir ganz simpel die Google-Kalender-App runtergeladen.
Hier kann ich frei wählen, welche Farbe ich für diesen Termin nutzen möchte und kann sie so den Projekten zuweisen. Der weitere Vorteil ist, in der Tagesübersicht sieht das Ganze dann auch noch wesentlich netter aus. Wenn man zum Beispiel einen Zahnarzttermin einträgt, dann sieht man in der Tagesübersicht ein nettes Zahnarztsymbol. Wenn man Mittagspause einträgt, dann ist dort ein kleiner, süßer Teller mit Besteck und so weiß man ganz genau, halt, stopp, das ist meine freie Zeit, meine Pause, wo ich mir mein Mittagessen genehmige. Also für mich ein klarer Favorit, die Google Kalender App. Die nächste App, die ich wirklich regelmäßig nutze und die vielleicht auch für andere Arbeitnehmer ganz sinnvoll ist, ist die Prima ERP Time Tracking App. Prima ERP ist eine kostenlose Version zum Zeitenerfassen seiner Projekte. Man kann Projekte hinterlegen, man kann Kunden hinterlegen, man kann ein Zeitkontingent hinterlegen und einen Stundensatz. Des Weiteren bietet es mir die Möglichkeit, direkt dort Rechnungen zu stellen. Dieses nutze ich aber eher selten. Der weitere Vorteil ist ihm halt auf dem Smartphone, egal was ich mache, ob es ein Telefonat mit dem Kunden ist oder ob es ein Meeting ist, ich kann die Time-Tracking-App sofort nutzen bzw. starten und die Zeit läuft im Hintergrund mit. Das ist für mich mittlerweile eine der wichtigsten Apps in meinem Business, weil ich eben halt so bei den Kunden wirklich sinnvoll abrechnen kann. Die Kunden bekommen eine Auswertung, was habe ich für ihr Geld letztendlich getan. Und sie sehen auf einen Blick, wo man vielleicht das ein oder andere optimieren kann, wo vielleicht zu viel Zeit investiert worden ist, was letztendlich vielleicht keinen Nutzen gebracht hat. Also für mich die beste App überhaupt, wenn es darum geht, Arbeitszeiten zu erfassen oder eben halt, wenn man selbstständig ist, seine Projekte vernünftig abzurechnen bzw. zu tracken. Die nächste App, die ich euch vorstellen möchte, ist die Budget Pro App. Die Budget Pro App ist nicht kostenlos, ist aber für mich seit Jahren die beste App, wenn es um das Thema Haushaltsbuch geht. Wer mich vielleicht auf meinem Kanal verfolgt, der weiß, dass ich ein kleiner Sparfuchs bin und dass ich gerne mal den ein oder anderen Euro beiseite lege. Um dies zu tun, ist es wichtig zu wissen, was auf seinem Konto los ist, wofür man seine Gelder ausgibt und ob man nicht den ein oder anderen Euro sparen kann, weil man eben halt wieder irgendwas Sinnloses gekauft hat. Diese App zeigt mir nicht nur meine Konten, sondern sie zeigt mir sogar schon eine Vorausschau von den Finanzen, die quasi demnächst auf mein Konto eingehen und wo ich eben halt demnächst stehen werde. Das erleichtert mir natürlich die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, etwas Neues anzuschaffen. So kann ich direkt sehen, habe ich noch Geld dafür, was geht noch ab, was muss ich berücksichtigen und was bleibt mir am Monatsende auf meinem Konto zur Verfügung. Deswegen ist es für mich eine meiner wirklich wichtigsten Apps des Tages. Ja, das waren so meine Apps auf dem Handy, die ich wirklich regelmäßig nutze, die mir den Tag erleichtern, sowohl in meinen Finanzen, sowohl in meinem Business, als auch bei meinem ganzen Gehirnschmalz, der da so vielleicht mal raus sollte. Denn, wie gesagt, die Notizen-App ist eine der Apps, die ich regelmäßig nutze, die ich ständig eigentlich in Betrieb habe. Und wo eben halt Ideen, neue Projekte Platz finden, wo Links, Fotos und so weiter ihren Ort haben und ich kann regelmäßig gucken, ob diese Dinge einfach noch aktuell sind. Also mein absoluter Favorit im täglichen Leben ist tatsächlich die Notizen-App. Erzähl mir doch einfach mal in den Kommentaren, welche Apps für dich sehr, sehr wichtig sind, auf die du nicht verzichten möchtest, die dir deinen Tag erleichtern, die deinen Tag strukturieren, die dir vielleicht sogar den einen oder anderen Euro sparen. Lass es doch einfach für die Community mal in den Kommentaren da. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch und wünsche euch bis dahin alles Gute. Eure Sani. Ciao.